Ja, nämlich eine weitere Episode rausgekommen gerade. Also übrigens, hallo Leute von Hallöchen. Hi ho, ich hoffe, euch geht's gut. tolles Intro. Date auf dem Spielplatz, Folge 2.7. Auf los, geht's los. Ich bin gespannt. Vor allem hier diese Emoji bei mir sieht so aus, als wäre ich das. Hat ein weißes Top an. Ach, Top, weißen Hoodie an. Hier sehe ich so links, rechts, so Streifen. Aber eine Fliege, glaube ich, auch noch, ne? Und jongliert gerade. Ach, das ist jonglierender Typ. Ah, Spielplatz. Ah, okay. Also am ersten Blick so aus wie ich irgendwie mit Cap und mit weißem Hoodie. Gut, los. Moonvibe, Creative New Media. Soll ich hier ein bisschen mit Bräunungsöl mit Kokosduft einschmieren? Okay, die war alleine und die hat sich so anders verhalten. Ja, deswegen Oh, habe ich mir schlimm. halt geschworen, dass ich jetzt immer auf sie aufpasse. Warum zur Hölle sind hier Drogen im Koffer von Lilia? Oh, stimmt. Da war ja was. Da muss ich wieder ausmachen, ne? Können wir mein Gesinge anhören? Wunderschön. Ich kann den Text immer noch nicht und ich singe einfach wunderschön und ich warte nur drauf, dass dieses Intro fertig ist sofort. Oh, okay. Weiter geht's. Okay, Lana hat es klar und deutlich gesagt. Wir müssen Miss Chow finden. Das ist doch komplett bescheuert. Ich meine, eigentlich müssen wir Duck finden. Jetzt müssen wir erstmal Miss Chow finden, um dann hoffentlich einen Hinweis zu kriegen und so. Das kann doch gar nicht, kann nicht mehr. Wir müssen Das ist wie in der deutschen Bürokratie. Du brauchst erst Zertifikat A, dass du Zertifikat B haben kannst. Ganz zum Ende dann Zertifikat Z bekommst oder Schein, indem du dann Zertifikat YD beantragen kannst, um dann irgendwo parken zu dürfen. Keine Ahnung. Das ist so ein Beispiel gewesen, aber genauso ist es in der deutschen Bürokratie. Ja, lol. So langsam mal was machen. Und wo soll sie überhaupt sein? Wie sollen wir sie finden? Scheiße. Nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße, scheiße. Okay, sie oh, ist was? bewaffnet mit einem Baseballschläger, er trägt eine Brille und einen Ja, wir können sie sehen. Wo ist mein Geld? Ja, wir können sie sehen. Diese Beschreibung noch so geil. Wenn man vom Teufel spricht. Alles ja gut jetzt. Ach, der nagelt 5000 Tier an die Wand. Hör auf jetzt, ein Bild reicht. Oh, hat Shirt gewechselt. Hä? Hä? Hat jetzt vom Eincremen? Nee. Nee, er hat ja jetzt sieht das ja erst okay, aber er hat trotzdem ein anderes Outfit, ne? Er hat nicht mehr diesen blauen Ding, auch noch nicht fürs weiße Shirt, sondern. Ja, warum musst du jetzt nageln hier? Und vor allem, ich finde diesen Hosenträger sogar richtig stylisch sogar. Hochgekrempelte Beine hier so, die Hosendinger. Finde ich cool. Beides neu, neues, beides in, Leute. Beide laufen alle so rum, ich sag's euch. Im Partnerlook sogar schon direkt. Und was sagst du? Ist richtig schön. Die Aussicht ist der Hammer. Ja. Ja, cool, dass du jetzt wirklich hier schläfst. Ich freue mich auch. Ja, man kann hier perfekt schlafen, vor allem, ah, ich, die wenn da wollte ja vorne der noch. Mond aufgeht und der Sternenhimmel zu sehen ist, dann ist es richtig schön. Ich freue mich schon richtig drauf. Dauert ja noch ein bisschen. Du hast schöne Klamotten an. Dankeschön, du auch. Jetzt mal so die Werbung mit reinbauen, ey. Oh Mann, ey. Hab ich selbst ausgesucht. Ja, Moonvibe Fashion. Ja. Ist nice. Ah, hier so in der Natur. Ich finde, das ist so idyllisch. Man ist so wieder verbunden zu seinem natürlichen Ich. Weißt du, was eine natürliche Sache ist? Nein. Sex. Was ist der verrückteste Ort, an dem du je Sex hattest? Oh, Ich jetzt kommt's. glaube, auf Klassenfahrt. Warst du nicht letztes Mal auf Oh, Klassenfahrt? stimmt. Ja, komplett lost die ganze Zeit. Stimmt, ja, der mit Stanley geflankt ist jetzt schwanger. Stimmt, ja, da war ja was. Und jetzt redet er direkt über Sex, geht schon ordentlich ran hier. Was eigentlich mit seiner. Ist er nicht mit der Jennifer Saro zusammen? Villa der Liebe? Ich weiß auch nicht mehr, wie die in der Serie hieß. Aber da war da auch irgendwas. Die Ja. Ex-Freundin von dem Alessio. Und bei dir? Ich hatte mal Sex auf einer Kastanie. Drüben in den Sträuchern auch. Vorne ist es ein bisschen dornig gewesen. Im Schuppen mal mit mehreren Leuten direkt. Das war. Okay. Schuppenparty, ja. Soll ich dir mal noch was verraten? Ja. Unter dieser Arbeitsplatzhose hier trage ich keine Unterwäsche. Nie. Der weiß, wie man flirtet. Okay. Aber, also ich bin schon. Nee, nicht Frau Bra. Ich meine die von Villa der Liebe.
Die Ex-Freundin von Alessio. Nicht Frau Bra. Hier, um die Sterne zu sehen. Nur damit du Bescheid weißt. Ja, schon klar. Ich... Ja, er wollte so flanken hier draußen. Okay, dann würde ich sagen, warten wir auf die Sterne. Okay. Wenn nicht der Tag einfach so mittags nur warten, sondern da geht. Oh, ein wunderschönes Date. Erstmal schaukeln gehen. Ich finde es schön, dass wir uns hier nochmal treffen können und sprechen können. Du fragst dich sicher, warum Ulrike immer so bemutternd ist. Das liegt daran, dass sie wegen damals Gewissensbisse hat und sie nur das Beste für ihre kleine Schwester will. Aber ich meine, ich bin doch schon alt genug, um eigene Entscheidungen zu treffen und ich weiß auch selber, was richtig und falsch ist. Und ich meine, ich bin vielleicht die kleine Schwester, aber ich bin doch auch nur ein Mensch. Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall vollkommen recht, aber das ist doch eigentlich nicht das, weswegen ich dich jetzt heute hierher geholt habe. Ich wollte nämlich sagen, obwohl du gewonnen hast, dass ich es bevorzugen würde, lieber nicht zu übernachten, da du noch nicht volljährig bist. Also hast du den Spielplatz als Dateort ausgewählt? Ja, nee. Hab ich mich auch gerade gedacht, so, weil die ist ja eigentlich noch 17, gell? Und dann geht er mit ihr auf den Spielplatz. Er ist also voll gedisst. So, ja, komm, wieder klein, gehen wir zum Spielplatz. Ah, ja. Vor allem jetzt erst kommt er auf die Idee, mit ihr nicht zu übernachten, weil sie 17 ist. Erst jetzt kommt er auf die Idee. Aber vorher war es in Ordnung. Aber erst dann durch die Geschichte, die sie erzählt bekommen hat, durch die Erbe erzählt bekommen hat von ihrer Schwester, sagt er sich, okay, nee, alles klar. Ja, ich denke, wir können hier trotzdem sehr viel Spaß haben. Oh Mann! Ja! Genau, ja, Mann! Boah, so rutschen, ey, wirklich auch, vor allem jetzt mit kurzem Kleid, so rutscht, das reibt darauf voll an der Haut. Ich kann sowas nie rutschen. Nur wenn ich einen Jog mit Jeans gehe, ist wahrscheinlich ultra geil, aber mit kurzen Hosen, das schmirgelt doch. Aber trotzdem ultra cringe, dass er sie jetzt runtergeschoben ist. Der Junge ist ja an, ne, Mann? Das ist so unangenehm. Das ist so unangenehm. Eigentlich muss ich Musik ausmachen, ne? Zählt der fest, Jo. Nein, gut. Nein, lass mich dir helfen. Nein, lass mich in Ruhe. Aber ich wollte dir doch nur helfen. Bitte geh einfach, ich steck in der Rutsche fest. Ist das eine Anspielung auf Domme, die auch schon mal im Schwimmbad sogar in der Rutsche festgesteckt hat? Oder es quietscht, ja. Ich hätte es nicht gedacht, aber das Date war echt super lustig, romantisch und wunderschön. Aber es ist echt viel zu bitter. Echt super romantisch und wunderschön. Ein Date auf dem Spielplatz. Mich Anna mal fragen, mit ihr mal auf dem Spielplatz-Date gehen. Ich war mit Anna sogar schon auf dem Spielplatz. Stimmt. Wenn man das Spielplatz gelten lassen kann, stimmt. Wir haben geschaukelt. Habe ich nur geschaukelt, hat sie auch geschaukelt, weiß ich gar nicht. wo wir die Stories aufgenommen haben, wo ich da im Spielplatz rumgeballert bin. Stimmt, da war ja was, ja. Dass es damit enden musste, dass Ellen in der Rutsche stecken geblieben ist. Naja, bestimmt schäbt er sich jetzt von mir. Ich würde jetzt langsam gerne hier rausgeholt werden. Kann mir jetzt bitte jemand helfen? Hallo? Hallo? Kann das ist nicht doch einfach. Jetzt nicht wahr. Oh Mann. Ich kann es nicht. Mit dem Plastikhammer, Holzhammer. Hey, was macht der da? Huch, ich wollte eigentlich... Ein Handwerker auf Wisch bestellen, Alter. Was ist das denn? Vor allem haut hier einfach so ein Nagel, so red, so ein Plastiknagel da rein von dieser Spielzeugpackung hier. Das ist, oh Mann, cringe. Ich wollte eigentlich gerade in die Sauna gehen. Ach so. Ja, das ist blöd jetzt, ne? Ich mache das hier gerade alles wieder fertig für die Saison, ne? Pass ja erstmal. Aber ich sag mal, ich bin gut in meiner Arbeit. Eigentlich ist sie auch schon wieder benutzbar. Ist soweit fertig. Okay, das ist gut. Und sonst? Wie geht's? Ja, Arbeit, ne? Aber... Ich sag mal ehrlich so, die Leute, die hier gerade so zu Gast sind, ist schon ein bisschen komisch. Ja, den gleichen Gedanken habe ich auch. Also, ein paar verhalten sich richtig merkwürdig. Ja, hier die Lilia zum Beispiel, ne? Ja. In meinen Augen höchstwahrscheinlich eine fette Drogendealerin. Einmal so raushauen. Ne? Ist Lilia auch die sie vermutet, die so ein bisschen weird ist? Ich kann mir den Namen echt nicht merken, aber die so, wo sie meint, die so ein bisschen schauspielern würde? Ist die gleiche? Ja. Okay, ich habe auch was bemerkt. Hayden, irgendwas stimmt nicht mit der. Ich habe letztens an ihrer Tür gelauscht und
Sie hat sich richtig komisch verhalten. Die Hayden? Ja, plötzlich war sie irgendwie so. Ah, das war das die Hayden. So okay, Hayden ist die andere, okay. Ja, weißt du, so, ja nochmal. Fertig, oder? Ja, sonst geht's dir gut. Ja, sonst geht's mir gut. Ich sag mal so. Pack das hier alles. Nein, Feierabend, stell dich beiseite. Und dann machen wir einfach mal einen Gang. Ne? Komm durch hier. Top. Ja, er geht mit, oder was? Jo, er geht einfach so mit Shirt in die Sauna einfach. Und dann ist nur die Hosenträger runtergeklappt. Der wird doch nachher dann White T-Shirt Contest, oder? Einfach komplett durchgeschwitzt nachher, geil. Tat gut, Hand noch drüber. Das ist auch so gut. Ja, ich habe das jetzt alles neu eingestellt mit den Geräten. Das ist jetzt eine 5-Sterne-Premium-Sauna. Man hat's gemerkt. Und, bist du jetzt bereit für eine kleine Massage? Ist das jetzt eine Dienstleistung? Ich meine, bist ja hier Personal. Quatsch. Doch Feierabend. Gut, dass er ein Plastikhammer raus, so. Das ist auf ihrem Rücken. Jetzt. Okay. Also? Ja, gerne. Herr Filmfehler hat doch vorhin seine Hosenträger hochgeklappt und jetzt hat er sie runtergeklappt oder ist er jetzt draußen nach der Sauna? Aber auch gar nicht durchschwitzt. Hey, das ist ja echt ein Talent. Jetzt massiert er sie, indem er mit seinen Fingern an ihrem Knie so. Premium-Massage, sage ich nur. Ich wecke nur am Weckern, ich weiß. Was machst du hier so alleine? Schaukeln. Das sieht irgendwie traurig aus. Echt? Ich meine, wir können ja mal zusammen rutschen, wenn du willst. Ja, vielleicht nicht rutschen, aber irgendwas anderes können wir sicher machen. Ich wollte mich übrigens auch nochmal entschuldigen für die Rose der Schande. Da habe ich vielleicht, das war vielleicht ein bisschen überzogen. Nur weil du eine selbstbewusste Frau bist, hätte ich das vielleicht nicht machen müssen. Da bin ich nicht mehr sauber. Ich meine, Rosen haben ja auch was Schönes. Aber jetzt mal. Es gibt eine Rose. Die Rose der Schande. Oh Mann, ey, das war die beste Szene aber noch. Ich weiß, wir wollen das nie vergessen. Oh. Ehrlich, von einer Skala von 1 bis 10, wie sexy findest du mich? Ist schon eine gute 11, ja. Freut mich zu hören. Mitte der Staffel, dramatischer Tiefpunkt. Jetzt lasse ich mich sogar auf Lilia ein. Denn Männer ziehen ihr Selbstvertrauen aus. Das ist Lilia. Lilia? Weiß nicht mehr genau. Das ist die mit dem Drogen im Koffer, theoretisch. Ah ja, okay, gut. Ich versuche mir den Namen zu merken. Hayden ist die Blonde, die so ein bisschen Schauspielerei macht und eigentlich voll schlau ist, die eigentlich voll dumm tut oder sowas, oder? Ja. Sex. So einfach, so billig. Fickt euch, ganz ehrlich. Unsere Leute. Vor allem auch so komplett komisch. Die Villa, so richtig luxuriös, so hinten dran einfach nur so alles. Von hier der Rasen auch total grün alles. Wahrscheinlich wegen Rasensprenger und alles gepflegt, aber hier außenrum alles so verwahrlost. So, hä? Okay. Elfbannert, genau. Jetzt redet da überhaupt jemand Deutsch, es ist nur so ein ich verstehe keinen Satz. Hä? Hey, das ist doch Hayden, was macht sie da? Ah, das ist Hayden, ich dachte, es wäre Frau Ostermann. Das ist echt fast genauso wie Frau Ostermann. Aber die redet auch gefühlt kein Deutsch. Und mit dem Handy in der Sauna? Oder ist das nicht die Sauna? Doch. Hey, ist doch Hayden, was macht sie da? Ja, so einen Saunagang nimmt sie nicht, ne? Was? Das sind doch Sprachen. Die lernen Sprachen. Ja, holländisch oder sowas. Warum sollte die dumme Blondine lernen? Oh, was ein Vorurteil. Uff, einfach. Buh. Die dumme Blondine, ey. Das geht einfach gar nicht mit. Dumm ist sie. Ich hab keine Ahnung. Ehrlich nicht. Ich hab's doch gesagt, irgendwas ist komisch. Naja. Give me that, come on and show me that, show me that. Du bist nachts gewartet jetzt, bis die Sterne aufgegangen sind. Sterne gucken.
Das mit dem Mond ist so schön. Das ist echt der Hammer. Ich hab's dir versprochen. Ja, hast recht gehabt. Warte mal, wo ich das gerade mit dem Mondlicht sehe. Ich glaube, dass es perfekt reflektieren müsste. Warte. Warte. Ja. Ja, war krass. Das sieht so heftig aus. Das ist so cool. Crazy. Sehr geil. Nee, aber ist echt schön. Ich bin froh, dass ich hier... Und dass jetzt auch hier keine Werbung zeigen müssen mit Produktplacement oder so, stand das irgendwann am Anfang da, ist interessant. Also, weil die ja jetzt hier offensichtlich für den Merch werben, muss man da nicht mehr Werbung schreiben, was für die eigenen Produkte ist? Weil früher war das so, dass man überall immer Werbung hinschreiben musste. Aber jetzt hier in dem Fall nicht mehr, oder was? Hm. Oder hab ich nicht gesehen? Willkommen. Ja, ich find's auch gut, dass du jetzt hier mit mir sitzt. Ja, so unter den Sternen. Schon romantisch, oder? Mhm. Aber jetzt mal ein anderes Thema. Glaubst du, Ellen hat wirklich ein Porno gedreht? Ah, ich glaube, in dem Kerl steckt mehr, als man im ersten Moment denken mag. Ja, also, was ist, vielleicht hat er ein Porno gedreht. Davon erzählt er auf einer Eichler das getrieben. Er hat es auf in einem Schuppen hat das gemacht. Mit mehreren Leuten gleichzeitig. Ich meine, wieso, er könnte es doch auch sein. Man muss immer Werbung schreiben, aber haben sie jetzt ja nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es kein Versehen war, sondern dass es vielleicht doch beabsichtigt war, das Nichtchen zu schreiben. So. Also ich weiß auf jeden Fall nicht. Aber ich stelle mir das eigentlich ganz, ganz reizvoll vor, das mal zu machen. Also einfach, kann er sich dabei zu filmen, so kann sich, wenn er das Ganze angucken, analysieren oder so. Also ich glaube, ich kann mir das nur vorstellen, wenn man sich schon länger kennt und dann auch also wirklich vertraut. Erstmal einen Film aufnehmen. Darf ich dich küssen? Nein. Ich hatte das für keine gute Idee. Vielleicht war es auch ein Fehler, dass ich hergekommen bin. Das geht einfach zu schnell. Nein, nein, also ich glaube, das... Alles gut, ich wollte nichts kaputt machen, okay? Wir können ja einfach... zu spät. Lass uns einfach hier unter dem Sternenhimmel schlafen, wie zu abgesprochen. Zu spät. Okay. Ich nicht direkt zerstört. Er ist nicht ein Moon-Vibe, er ist ein Moon-Vibe-Killer, Alter. Oh, Mann, ey. Nichts verstürzen, okay? Okay, ja. Dann, ja, gute Nacht. Unangenehm. Muss sie jetzt eigentlich auch ist sie noch heimlich mit Stanley verknallt, weil sie ja von ihm aus schwanger ist und so? Und ihr sagt ja schon wieder, ob durchhängen ist, okay. Seit wie vielen Stunden hast du jetzt nicht mehr geschlafen, Doug? Lass ihn doch pennen! Ich heiße Doug. Nicht du. Nur ich heiße Doug. Mach auf, Doug. Warum? Lass ihn doch schlafen! Wir können was viel Besseres machen. Was willst du von mir? Du und ich. Ach, deswegen ist er so müde, weil sie ihn die ganze Zeit wach hält. Ist ihr Plan? Was soll denn das? Soll man schlafen lassen hier mit seinen Klamotten auf der Decke? Ich schlaf's doch gerade, du siehst doch, dass ich schlafe. Ja, aber wie wär's mit ein bisschen Sport? Ich habe eine Frau und bin in einer Beziehung und ich will jetzt schlafen. Tja, recht hat er. Oh, ich ahne, vielleicht hat Ulrike die Drogen anverabreicht, wollte sie einfach nur Duck verabreichen, dass sie ihn für sich haben kann. Hm. Fliege. Ja, also eigentlich müsste ich jetzt mal zu Ellen ihn über Lilia ausfragen. Ich meine, Zeit, ne? Ja, eigentlich schon. Und ich sollte eigentlich jetzt meinen Heldens Koffer nach der Wahrheit schauen. Oder? Ist schon krass, wie korrekt wir sind so. Ja, wir denken gleich. Ja. Wir sind so perfekt. Ein bisschen überkorrekt. Dass wir ein bisschen schauen wollen, dass hier alles am Rechten läuft, ne? Ja. Nicht nach links. Sache. Sollen wir machen? Ich denke. Hä, aber fährt nicht die andere auf die ab eigentlich? Auf ihn ab, die eine? Ich habe ihren Namen vergessen wieder. Und jetzt direkt Konkurrenz mit Emma. Ich will mein Geld zurück! Von welchem Geld redest du? Wir haben keine Ahnung mehr. Es ist wirklich so, du musst uns das glauben, wir können uns an nichts erinnern, es ist so. Es ist wirklich so.
Wir wollen außerdem unseren besten Freund zurück. Ja. Wo ist Doug? Ich weiß, wo Doug ist. Ich weiß ganz genau, wo Doug ist. Du weißt was? Du hast ja. Doug? Ja, mega. Nice. Okay. Ja, dann gib uns Doug. Ciao will das Geld und ihr wollt Doug. Wie in Hangover. War's doch ähnlich, oder? Ich glaube schon. Nice. Cool, das war's. Ja, also wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, also jetzt sind sie schon mal, wo Doug ist. Also rein theoretisch, bei Frau Chow. Müssen wir nur das Geld auftreiben. Wie sie das machen, das frage ich mich. Vielleicht werden sie ja ein paar Filmchen drehen. Ich weiß es nicht, ist alles möglich bei der Serie. Aber ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Hey. War gut.